Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Die Erde aber war wüst und leer. Und es lag Finsternis auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über den Wasser. Und Gott sprach: Es werde Licht. Und es wurde Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis. Und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der erste Tag. Guten Morgen, Church. Weißt du, dass Licht etwas Gutes ist? Amen. Gott hat das Licht erschaffen und gesagt, und es war gut. Licht ist etwas Gutes. Und ich liebe diesen Text. Das waren die ersten 5 Verse aus der Bibel, aus dem Buch Genesis oder 1. Mose im 1. Kapitel. Weißt du, dass Licht nicht nur einfach gut ist, sondern weißt du, dass Licht lebensnotwendig ist? Dein Körper braucht Licht. Dein Körper braucht Licht, um gedeihen zu können, um aufblühen zu können, um wachsen zu können, um gesund sein zu können. Ganz weltlich gesprochen, braucht dein Körper Licht, und zwar regelmäßig. Weißt du, dass auch deine Seele Licht braucht? Deine Seele braucht Licht. Ich habe mal mit jemandem zusammengearbeitet, der hat sich ein spezielles Licht gekauft für die Wintermonate. Wir haben immer im gleichen Büro gearbeitet. Der hat sich ein spezielles Licht gekauft. Und ich weiß, dass das einige haben, weil er gesagt hat, ich brauche das für mein Gemüt. Ich brauche ganz gutes Tageslicht für mein Gemüt, dass es meiner Seele gut geht. Licht ist so etwas Gutes. Licht ist auch das Schnellste, von dem wir wissen, im Universum. Das Schnellste, ich weiß auch nicht, Element, das Schnellste, was wir kennen, außer Gott. Weißt du, was Gott noch schneller ist als das Licht? Denn Gott ist zu jeder Zeit an jedem Ort. Wenn du Psalm 139 liest, dann weißt du, in den tiefsten Örten, auf den höchsten Bergen, überall ist Gott gleichzeitig gegenwärtig. Er ist schneller als Licht. Aber Licht ist das, was wir wissen, das ist das Schnellste. Ich glaube, was sind es? 300.000 Kilometer pro Sekunde, irgend sowas. Ja. Grausam. Ja, Amen, Dankeschön. Ich bin nämlich plötzlich gezweifelt, gedacht, vielleicht stimmt ja die Angabe nicht, die ich gelesen habe, aber jetzt weiß ich es. Bei uns gab es jemanden in der Gemeinde, weil der Sandro, das war unser früherer Worship-Leiter, der lange mit uns unterwegs war, ist der Bruder von der Claudia, die heute gesprochen hat. Der liebt es, Menschen zu erschrecken. Davon können einige aus dieser Gemeinde ganz schreckliche Geschichten erzählen. Aber weißt du, das funktioniert am besten in der Dunkelheit. Und weißt du, was er gemacht hat? Es gab mal in Grabs eine Zeit lang eine WG von unserer Church, von jungen Leuten aus unserer Church, die da waren. Da hat Sandro auch gewohnt. Und Sandro wollte unsere jetzige Worship-Leiterin, die Fenji, einfach richtig erschrecken. Weißt du, was er gemacht hat? Er hat im dunklen Wohnzimmer 1,5 Stunden gewartet, bis Fenji endlich da reingekommen ist, um sie zu erschrecken. Kannst du dir das vorstellen, die Geduld? Aber weißt du, der Effekt kommt aus der Dunkelheit. Erschrecken funktioniert am allerbesten, wenn du in einen dunklen Raum hineingehst und nicht weißt, dass da jemand drin ist. Das war jetzt kein Tipp an die Kinder. Aber wir haben schon ganz lustige Szenen erlebt bei uns. Mein Sohn, der Joshua, der liebt es, D-Max zu gucken. Fernsehen für Männer natürlich.
Und da sind ja eigentlich ganz viele tolle Dokumentarsendungen drauf, wo du viel lernen kannst. Aber es gab ein Programm, da habe ich zu ihm gesagt, du weißt, dass das überhaupt nichts mit Dokumentar zu tun hat, sondern da geht es nur um Angst. Habt ihr es mal gesehen, die Monsterjäger? Und er hat gesagt, ein paar Mal konnte ich nicht richtig schlafen. Der schläft immer gut, aber ein paar Mal, nachdem er Monsterjäger geguckt hat, konnte er nicht gut schlafen. Und weißt du, was interessant ist an dieser Sendung? Ich habe ein paar Mal mit ihm da reingeguckt. Die jagen Monster, ne? Den Yeti und ich weiß nicht was alles, vermutlich Werwölfe und weiß ich nicht was. Aber das Lustige ist, es passiert immer im Dunkeln. Und du kannst dich so hineinsteigen, die rennen dann durch die Dunkelheit und dann sagen sie, da habe ich ein Geräusch gehört, da habe ich ein Geräusch gehört. Und es läuft dir schon kalt den Rücken runter. Nur die Dunkelheit kann dazu, wenn das im Hellen passiert, denkst du, ich sehe es ja. Aber im Dunkeln, weißt du, wie auch, Josh hat sich ein Nachtsichtgerät gekauft, als er jünger war. Warum? Um nachts irgendwelche komischen Kreaturen mit seinen Freunden jagen zu können. Das passiert nachts. Aber weißt du, was zwischen Dunkelheit und Licht ist? Weißt du, wer immer gewinnt? Weißt du, wer immer gewinnt? Immer das Licht. Es gewinnt immer das Licht. In Johannes 1, Vers 5 steht, das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Ist das nicht gut? Weißt du, dass Licht etwas richtig Gutes ist? Es ist interessant. Weißt du, hast du schon gehört, dass bei völliger Finsternis, wenn es komplett dunkel ist, nicht mal mehr der Mond sichtbar ist oder scheint, dass du ein brennendes Streichholz auf 3 Kilometer Distanz sehen kannst. Das haben Soldaten im Ersten Weltkrieg gelernt. Eine Zigarette angezündet und hast auf Kilometer hin, weit weg, hat es der Feind gesehen. Man sagt, dass eine Kerze auf 50 Kilometer sichtbar ist, wenn die Wetterverhältnisse passen. Kannst du dir das vorstellen? Eine kleine Kerze, das Licht von einer Kerze siehst du über so viele Kilometer hinweg, siehst du das Licht. Licht ist immer stärker als Finsternis. Und weißt du, auch wenn es lustig ist, Leute zu erschrecken in der Dunkelheit, so geht es doch den meisten Menschen so, dass sie eigentlich die Dunkelheit nicht mögen. Da gibt es die, die unter ihrem Bett erst nachgucken müssen, bevor sie ins Bett gehen, dass kein Monster drunter ist oder irgend sonst was. Und es gibt Leute, die schlafen mit Licht an, weil sie sich wohler fühlen, weil du beim Licht alles im Griff hast. Was bewirkt Licht ganz praktisch? Es gibt dir Sicherheit. Es vertreibt das Ungewisse. Sobald das Licht angemacht wird, siehst du plötzlich alles. Du siehst auch die Gegenstände, die am Boden rumliegen, wo du vielleicht sonst drüber stolpern würdest, wenn du nachts einfach, auch schon nachts das Bein angeschlagen am Bett. Wir haben mal ein Bett gehabt mit so einem breiten Holzrahmen und ganz spitzen Metallecken. Das hat blaue Flecken gegeben, wenn du nachts auf die Toilette wolltest oder so. Aber sobald das Licht an ist, passiert das nicht. Und plötzlich wird, was ungewiss ist, wird plötzlich gewiss. Nur weil das Licht angelöscht wird. Licht ist etwas Gutes. Und ich möchte heute mit euch über 4 Dinge sprechen, die ich ganz speziell finde, die mit Licht zu tun haben. Und das erste ist, Gott ist Licht. Gott ist Licht. Gottes übernatürliches Licht ist die Lichtquelle. Oder Gott ist die Lichtquelle. Ist es nicht spannend? Wir haben vorher die ersten 5 Verse aus der Bibel gelesen. Und weißt du, was da war? Gott hat das Licht erschaffen, weil er gesagt hat, es werde Licht am ersten Tag. Weißt du, dass es da die Sonne und den Mond noch nicht gab? Und die Sterne? Es gab sie nicht. Viele denken heute, die Sonne ist die Quelle, damit Leben gedeihen kann. Aber weißt du, dass die Pflanzen erschaffen wurden auf dieser Erde, bevor die Sonne kam?
Die Sonne kam erst am vierten Tag. Die Sonne wurde erst am vierten Tag erschaffen. So, was sagt uns das? Gott ist Licht und Gott ist die Quelle von Licht. Gottes Licht ist nicht abhängig von der Sonne. Es gab ganze Kulturen, die haben die Sonne angebetet. Wir beten den Schöpfer der Sonne an. Wir beten den an, der dieses Licht da hinaufgehängt hat, damit es unsere Erde beleuchtet. Gott hat das Licht erschaffen und die Sonne erst später. Zweitens, oder das Zweite in diesem, während 3 Tagen, als Israel in der Sklavenschaft war in Ägypten, während 3 Tagen herrschte komplette Dunkelheit in Ägypten. Das war nicht eine Dunkelheit, wie du und ich sie kennen. Das war eine übernatürliche Dunkelheit. Denn wir wissen, die Ägypter hatten bestimmt viel mehr Licht in ihren Häusern als die Israeliten, die da als Sklaven waren. Die hatten mehr Kerzen, die hatten mehr zur Verfügung. Sie waren ja die Reichen. Aber in den ägyptischen Häusern konnten sich die Leute 3 Tage nicht rühren, sagt die Bibel, weil es so finster war. Und in Goschen, in dem Teil, wo Israel lebte, war Licht. Gottes Licht ist übernatürlich. Gott ist nicht abhängig von der dicksten Finsternis. Da, wo das Volk Gottes war, war Licht. Wenn wir im Lukas 2, Vers 9 lesen, dann wissen wir, das geschah, als die Geburt von Jesus angekündigt war. Können wir das lesen? Da steht, und siehe, ein Engel des Herrn, geht jetzt Richtung Weihnachten, oder? Siehe, ein Engel des Herrn trat zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie und sie fürchteten sich sehr. Weißt du, wie hell dieses Licht gewesen sein muss, als die Engel mit dieser Botschaft zu den Hirten kamen? Euch ist der Retter geboren. Es steht, die Herrlichkeit Gottes umleuchtete sie. Siehst du, Gott ist ein Gott voller Herrlichkeit und diese Herrlichkeit hat Licht. Und weißt du, dass wir eine absolut geniale Zukunft haben, die nicht abhängig ist, ob die Sonne noch stark glüht oder nicht? Weißt du das? Weißt du, dass in dem letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung von Johannes, in den letzten 2 Kapiteln stehen 2 Verse, einen habe ich dabei. Weißt du, dass wenn dieses neue Jerusalem vom Himmel kommen wird, dass es keine Sonne brauchen wird? Ich möchte euch vorlesen aus Offenbarung 21, Vers 23. Da steht, auch sind weder Sonne noch Mond nötig, um der Stadt Licht zu geben. Sie wird von der Herrlichkeit Gottes erhellt. Das Licht, das ihr leuchtet, ist das Lamm. Ist das nicht krass? Und als er über den neuen Himmel und die neue Erde spricht, sagt er, wir brauchen keine Sonne mehr. Denn das Licht kommt von Gott. Er ist die Quelle von Licht. Die Herrlichkeit Gottes bringt so viel Glanz, bringt so viel Licht. Gott ist Licht. Und in ihm ist keine Dunkelheit. Das habe ich mir aufgeschrieben. Kannst du das diesen? Gott ist Licht und in ihm ist keine Dunkelheit. Weißt du, wo das steht? Im 1. Johannesbrief. So gut, ich möchte das lesen mit euch. Das steht im Vers 4 und 5. Wir schreiben euch diesen Brief, damit wir alle, ihr und wir, die Freude, die Gott uns schenkt, in ihrer ganzen Fülle erleben. Der Johannes schreibt, damit wir die volle Fülle der Freude erleben können. Und was sagt er hier? Er sagt, die Botschaft, die wir von Jesus Christus empfangen haben und die wir an euch weitergeben, lautet, Gott ist Licht. Bei ihm gibt es nicht die geringste Spur von Finsternis. Gott ist Licht. Wenn du den Kontext nimmst von diesem 1. Johannesbrief, dann hast du 2 so krasse Aussagen darin. Das eine ist, Gott ist Licht. Und das zweite ist, Gott ist Liebe. Das ist unser Gott. Der zweite Punkt ist, Gottes Wort ist Licht für dich. Für dich und für mich. Im Psalm 119, übrigens das längste Kapitel in der Bibel. Direkt hinter dem mittlersten Kapitel von der Bibel und 2 hinter dem kürzesten Kapitel der Bibel. Da steht im Vers 105, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Gottes Wort gibt dir Licht.
Du fühlst dich in der Finsternis, du weißt nicht, welchen Weg gehen, du weißt nicht, wo der Weg deines Lebens, in welche Richtung das er geht, knipse Gottes Wort an. Weißt du, wenn du etwas verloren hast, wenn du in einem Raum bist, du hast etwas verloren, dann weißt du, wenn, stell dir diesen Raum vor, stockdunkel, heute Nacht, du hast heute hier dein Handy verloren. Und du kommst hier rein und willst dein Handy suchen, ohne Licht anzumachen. Die Wahrscheinlichkeit, dass du es findest, außer du rufst es an, ja, und hast nicht so eine Klappe wie ich drüber, dann siehst du nämlich das Licht auch nicht, ist, du knippst das Licht an und du siehst. Und ich kann dir sagen, Gott hat uns sein Wort gegeben, das leuchten möchte in unserem Leben, das uns unseren Weg beleuchten will, das uns helfen will, dass wir vorausschauen können, da wo wir hingehen. Im 2. Korintherbrief kommt es noch besser. Weißt du, die Botschaft von Jesus, das Evangelium, ist ja auch Gottes Wort. Das Evangelium ist Kraft, sagt die Bibel im Römer 1. Das Evangelium ist die Kraft Gottes und das Evangelium ist auch Licht. Lass uns das lesen im 2. Korintherbrief, Kapitel 4. Da steht, wenn das Evangelium, das wir verkünden, trotzdem wie mit einer Decke verhüllt ist, dann ist das bei denen der Fall, die verloren gehen, weil sie der Wahrheit keinen Glauben schenken. Der Gott dieser Welt hat sie mit Blindheit geschlagen, sodass ihr Verständnis verfinstert ist und sie das helle Licht des Evangeliums nicht sehen. Das Licht von der Botschaft, von der Herrlichkeit dessen, der Gottes Ebenbild ist. Christus. Das Evangelium ist die Botschaft von Jesus Christus, der Gottes Ebenbild ist. Und dieses Evangelium leuchtet. Es ist wie ein Leuchtturm, der hinausleuchtet in die Finsternis, der Wegweisung gibt. Das Evangelium, und das Evangelium ist genauso Gottes Wort. Du kannst Gottes Wort in deinem Leben in Anspruch nehmen, aussprechen und es wird dir leuchten. Und am einfachsten fällt uns das beim Evangelium. Sieh das Evangelium nicht nur als eine tolle Botschaft, sondern sieh es als etwas, was helles Licht in dein Leben hineinbringt. Drittens, und das ist der Titel von heute, Jesus is the Light. Jesus ist das Licht der Welt. Er selber hat das gesagt im Johannes 8, Vers 12. Lass uns das lesen. Johannes 8, Vers 12 sagte, Jesus sagte, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Er wird das Licht des Lebens haben. Und ich glaube mir, gerade in Zeiten wie diesen, wir brauchen Licht. Wir brauchen Licht. Und in Johannes 12, ab Vers 44, wenn du da gleich weiter noch gehen kannst, da steht, Jesus aber rief mit lauter Stimme, wer an mich glaubt, der glaubt nicht nur an mich, sondern auch an den, der mich gesandt hat, an den Vater. Und wer mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat. Ist es nicht gut, wenn du Jesus siehst, siehst du auch den Vater. Ich bin als das Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, das Licht hat und nicht in der Finsternis bleibt. Jesus ist gekommen, damit wir Licht haben können. Denn das Licht, was damals im Paradies war, dieses Licht wurde gedämpft durch den Sündenfall. Und Jesus ist gekommen, um dieses Licht zurückzubringen in unser Leben und jedem Menschen die Möglichkeit zu geben, zurückzukommen in das Licht Gottes hinein. Jesus hat das Licht zurückgebracht für alle. Für alle. Was macht das? Das Licht von Jesus enthüllt die Wahrheit. Die Wahrheit, dass unsere Sünden vollständig beseitigt wurden. Es zeigt, wie perfekt und makellos wir sind aufgrund des vollbrachten Werks von Jesus. Wenn wir das zulassen, dass das Evangelium in seiner vollen Kraft leuchtet, werden wir entdecken, wer wir sind in Christus. Werden wir entdecken, was es bedeutet, als Jesus am Kreuz gestorben ist und unsere Sünden ein für alle Mal dafür bezahlt hat.
Und es wirft ein anderes Licht auch auf uns selbst, wie wir uns selbst sehen. So, Jesus ist das Licht der Welt. Jesus hat dieses Licht Gottes zurückgebracht. Und wir wissen, wenn Gott Erlösung bringt, ist es noch besser, als es war bei der ersten Schöpfung. Erlösung ist noch besser als Schöpfung. So, das Licht, was Jesus gebracht hat, ist noch besser als am Anfang. Und viertens, wir sind das Licht der Welt. Und das sage nicht ich, sondern das sagt Jesus. In Matthäus 5, Vers 14 sagt er das zu seinen Leuten. Er sagt, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Zu viele Christen sagen, Herr, ich möchte Licht sein. Habt ihr letzten Sonntag aufgepasst? Danken für das, was Gott schon getan hat. Du kannst, wenn du Jesus Christus in deinem Herzen hast, in dem Moment, als du Jesus angenommen hast, ist sein Licht in dein Leben gekommen. Und seitdem kannst du sagen, ich bin das Licht der Welt. Die Frage ist eigentlich nur, was machst du mit dem Licht? Da spricht er auch drüber. Er sagt, stellst du es unter den Schemel, unter den Stuhl, dass man möglichst nicht viel sieht davon, oder stellst du es oben drauf, damit es wie ein Leuchtturm leuchtet und die Menschen das Licht sehen? In Philipper 2, Vers 15, finde ich auch ganz cool, da steht, denn ihr sollt ein tadelloses Leben führen, das in keiner Weise vom Bösen beeinflusst ist. Wenn ihr als Kinder Gottes mitten in dieser verdorbenen und heillosen Welt vorbildlich lebt, werdet ihr unter euren Mitmenschen wie Sterne am Nachthimmel leuchten. Je weniger du glaubst, was die Finsternis sagt, was der Lügner von allem Anfang, der Teufel ist ein Lügner von allem Anfang an, weil je weniger du glaubst, was er sagt und du glaubst, was Gott sagt, desto mehr wirst du leuchten wie ein heller Stern. Gott hat das Licht, hat sein Licht durch Jesus Christus in dich hinein platziert. Und das wünsche ich mir für unsere Kinder und Jugendlichen, dass sie sich das so bewusst sind. Und ich glaube, das erleben sie auch schon, wie dieses Licht von Gott aus ihnen herausstrahlt und Menschen es sehen. Gott möchte, dass in deinem Leben und durch dich sein übernatürliches Licht scheint. Hey, ich möchte zum Schluss kommen, Band, kommt nach vorne. Wenn ihr mögt. Mögt ihr noch? Gut. Siehst du, selbst wenn es du im Moment das Gefühl hast, du bist in der Finsternis. Selbst wenn du das Gefühl hast, im Zimmer ist es stockdunkel, ich weiß nicht, ich fühle mich nicht wohl, ich habe Angst, was immer, kann ich dir etwas zusprechen. Das Licht ist bei dir. Denn Jesus ist mit dir. Und wenn du Jesus hast, hast du Licht. Und selbst wenn es auswendig dunkel aussehen mag, hast du Licht in dir. Und ich möchte dich ermutigen, dass du darauf vertraust, dass du das in Anspruch nimmst, dass du dir das selber sagst, dich daran erinnerst. Wenn du Jesus hast, hast du das Licht des Lebens. Es ist so spannend, was die Bibel sagt über Licht und über Leben. Welches dir Gnade und Hoffnung gibt. Gott ist Licht. Und Gottes Licht ist nicht abhängig von irgendwelchen auswendigen Umständen. Siehst du, du kannst dann darüber lesen, wir wissen nicht, was mit der Sonne passiert, wenn die zu schnell abkühlt, weiß ich nicht was, egal. Da gibt es ja so viele Theorien. Dein Leben selbst hier auf dieser Erde ist in letzter Konsequenz nicht abhängig von der Sonne, die Gott sehr wohl genau am richtigen Ort platziert hat, das wissen wir auch. Sonne, die Standsonne, Erde, das passt alles. Aber was immer passieren mag, du bist abhängig von dem einzig wahren Licht, von der Lichtquelle, von dem Gott, der das Universum erschaffen hat. Und durch Jesus hat er dieses Licht in unsere Mitte hineingebracht. Und da möchte ich dich ermutigen, lass uns einfach zu denen gehören, die dieses Licht leuchten lassen. Amen. Und wenn du heute hier bist und du kennst Jesus noch nicht, oder wenn du online dabei bist und du kennst Jesus nur als eine religiöse Figur, als einen guten Menschen, als einen Propheten vielleicht, wie es gewisse sagen, dann kann ich dir sagen, Jesus ist viel mehr. Er ist Gottes Sohn. Gottes eingeborener Sohn, der Mensch wurde
und der am Kreuz gestorben ist für jeden einzelnen Menschen. Und weißt du, er bezahlt das nicht jetzt, er hat es vor 2000 Jahren bezahlt. Ob du das glaubst oder nicht, macht für ihn insofern keinen Unterschied, dass er schon dafür bezahlt hat. Aber du ehrst ihn damit, wenn du sagst, ich brauche dich, Jesus, komm in mein Leben. Komm in mein Leben. Ich glaube, dass du für mich gestorben bist am Kreuz. Ich glaube, dass du für meine Schuld bezahlt hast. Und du kannst das sagen, du kannst das heute hier tun. Das ist eine Sache zwischen dir und Gott. Und kannst sagen, komm in mein Leben und er wird es tun. Und sein Licht wird in dich hineinkommen, in dem gleichen Moment. Da brauchst du nicht noch einen Prozess von 3 Jahren. Du denkst, die Jünger haben auch 3 Jahre gebraucht. Nein, wenn jemand Jesus einlädt, dann passiert es in der gleichen Sekunde. Jetzt. Jetzt. Amen. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du Licht bist und dass du das Licht Gottes auf diese Erde gebracht hast, dass du Licht in unser Leben hineingebracht hast, dass du durch deinen Tod am Kreuz uns die Türen weit aufgemacht hast, dass wir jeden Tag unseres Lebens im gewaltigsten Licht im Universum leben können. Ich danke dir, dass wir das Vorrecht haben, deine Kinder zu sein. Dass wir das Vorrecht haben, zu wissen, dass dein Licht in uns lebendig ist. Und ich bitte dich auch, brauche uns, wirke durch uns, dass dieses Licht durch uns so hell herausstrahlt, dass unsere Nation und unser Kontinent es sieht, es erlebt, es schmeckt und angezogen wird davon. Danke, Jesus. Amen.